Jan, ich bin gleich abgefuckt, ja? Alter, wie viele Turns ich mache, Alter. What the fuck, meine Stimme. Turns ich mache. I had a dream, I lived in a world of discrimination. Different races, raising killers and rapists. Fake like I live in the Matrix, so I awaken. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kilian Anka Kilkraum, meine Stimme ist im Arsch. Ich weiß. Nichtsdestotrotz geht's heute an Infinite Warfare. Ja, ich hab's auch mal geschafft, die Beta runterzuladen. Kleiner Applaus für mich. Ach, danke, danke, danke. Halt's Maul. Mit dem neuen Call of Duty Infinite Warfare vor unserer Tür betreten noch ganz, ganz, ganz junge und neue Leute jetzt die COD-Community. Und deswegen habe ich mir jetzt mal gedacht, zeigt euch einfach mal so einen kleinen Noob-Guide, wie man denn überhaupt Call of Duty spielt oder Infinite Warfare in diesem Fall. By the way, bin ich kein Profi-Gameplayer, spiele von den Ruinen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr richtig heftigen haben wollt, der Triple Nukleares in jedem COD hat und so weiter und so fort, das bin ich nicht. Allerdings bin ich auch nicht schlecht und ich hoffe, das sieht man auch im Hintergrund ein bisschen, auch wenn es wenig Gameplay-Material ist. Es ist nur so ein kleiner Noob-Anfänger-Guide oder für Leute, die ein bisschen besser werden wollen, weil glaubt mir, Leute, es gab auch CODs, wo ich rasiert habe. Jetzt bin ich mehr oder weniger so über dem Durchschnitt, aber immer noch unter heftig as fuck. Und ich hoffe, ihr glaubt mir das, weil wenn nicht, dann Hashtag nur Kommentator. Ja, Penis. So, bevor ihr euch jetzt sofort in den Mehrspieler von Call of Duty Infinite Warfare stürzt, müsst ihr erstmal in die Optionen gehen, Leute. Und da haben wir schon verschiedene Möglichkeiten, die man jetzt einstellen soll. Ja, das ist ein bisschen für Noobs hier. Aber ganz wichtig ist zum Beispiel die ich kann wieder nicht reden, Alter. Ganz wichtig sind die Stickbelegungen. Entweder könnt ihr euch entscheiden, also falls ihr jetzt nicht so Linkshänder oder so eine Kacke spielt, aber wie ein ganz normaler Mensch, könnt ihr euch entscheiden zwischen R2 zum Schießen oder R1, ja. Ganz viele kennen das ja von der PS3 damals mit der R1. Dementsprechend habe auch ich mich dazu entschlossen, mit R1 weiterzuschießen und nicht wie ganz normale Leute auf der PS4, die erst mit der PS4 dazugekommen sind mit R2, weil das sogar die beliebtere Variante ist. Aber mit R1 habe ich das Gefühl, dass ich viel schneller triggern kann und generell irgendwie fühlt sich alles so, keine Ahnung, ein bisschen kompakter an. Du hast halt weniger Widerstand beim R1-Knopf und dementsprechend fühlt sich das alles viel schneller an, meiner Meinung nach. Und deswegen ist eine kleine Umgewöhnungssache, geht eigentlich recht schnell und danach ist es auch eigentlich recht easy. Die meisten von euch zocken COD ja selber, aber die horizontale und vertikale Empfindlichkeit in-game ist sehr, sehr wichtig. Es gibt 20 Stück in Infinite Warfare. Nicht 8, nicht 10, nicht 14 wie in Black Ops 3, sondern 20 Stück, Leute. Und da müsst ihr so ein bisschen rumprobieren. Also das Neutralste ist meistens immer 5, 6 und ich bin auch mehr bei 6 unterwegs, obwohl ich sagen muss, 6 ist eigentlich schon recht schnell. Das ist eigentlich höher, würde ich persönlich bei diesem wenigen Auto-Aim, was in dem Game ist, gar nicht nehmen. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr so MP spielt und im Nahkampf, ist natürlich eine hohe Empfindlichkeit oder beim Snipen ist eine hohe Empfindlichkeit immer vorteilhaft. Aber ich würde euch so 5 oder 6 empfehlen, vielleicht sogar 3, wenn ihr neu seid. So Leute, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, bevor ihr online spielen könnt und alle rasieren könnt, und zwar die Klasse. Natürlich bringt COD nichts, wenn ihr keine richtigen Aufsätze und so weiter habt, aber ich habe euch jetzt mal eine Klasse, weil jetzt kommen schon noch Videos zu ein paar mehr Klassen oder so, die ich euch mal vorstelle, wenn ich irgendwie krasse Sachen reiße. Aber nevermind, ich habe ja eine Klasse für euch, die könnt ihr fast von Anfang an spielen mit den guten Extras und guten Perks, ist ja auf jeden Fall mega geil und damit könnt ihr eigentlich alles rasieren, wenn das Aim stimmt. Und zwar habe ich hier die FHR40 mit dem Vordergriff schnell ziehen und Magazinerweiterung, wenn es geht. Auf jeden Fall, die haut richtig, richtig rein mit den Rounds per Minute. Das heißt, wie schnell sie ihre Kugeln verschießt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Auf extra 1 einfach Gewandtheit, damit ihr schneller nachladen und schneller die Waffe wechseln könnt, ist ja klar, weil das auch sehr relevant ist. Gerade das schnelle Nachladen ist sehr, sehr wichtig. Das finde ich mega nice, dass es das wieder als Perk gibt. Hardliner ist klar, hat man am Anfang und ist halt recht easy eigentlich, die Killstreaks früher bekommen. Wer will Killstreaks nicht haben? Als letztes Perk würde ich den Punkt genau nehmen, einfach aus dem Grund, weil Meisterschütze nimmt man halt nur so auf Entfernung und mit der MP seid ihr halt mehr im Nahkampf. Das heißt, eure Feinde hervorgehoben werden, wenn ihr sie mit den Waffen Schaden zufügt und das ist eigentlich ziemlich praktisch im Nahkampf. Und das war so eigentlich die einzige Klasse, die ich euch jetzt hier so sagen kann. Jetzt geht es darum, einfach in den Online-Multiplayer zu gehen, ein bisschen zu üben, ein bisschen zu practicen und irgendwann geht es immer weiter. Ihr werdet mehr und mehr Killstreaks bekommen, es wird mehr oder mehr Spaß machen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, falls ihr Abonnenten von mir seid und einfach mich mögt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch geholfen hat, falls ihr neue Leute seid, weil ich spreche mit dem Video mehr oder weniger neue Leute an. Ansonsten teilt das Video mit euren Freunden, liked das auf jeden Fall, weil Like ist eine geile Motivation. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal und ich hoffe, man merkt wieder, wie viel Mühe ich mir in die Videos stecke, weil die letzten 3 Videos waren echt ziemlich hart behindert. Dafür entschuldige ich mich. Ich hoffe, ihr seid weiterhin aktiv. Ansonsten haut rein. Killgrass out. Ihr Schwanzlutscher. Just a prank. Haut rein.